Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA Online. Die zweite Folge, wieder mit Matthias. Und ja, sagst du was? Hallo? Ja, hallo liebe YouTube-Fans. Willkommen zur nächsten Folge. Ja, was machen wir denn heute? Ja, ich würde sagen, als erstes steige ich mal in mein Auto. Und dann ja, würde ich auch. Und dann würde ich mal sagen, machen wir irgendwie eine Mission nochmal, oder? Ja, ich habe gerade eine offen von Martin. Abreise. Soll ich die mal starten, oder? Ja. Hast du auch eine? Ich habe auch eine, auch von Martin. Herausgeber und Dieb. Ja, ich meine, wir haben gestern eine von dir gemacht. Sollen wir zuerst eine von mir machen? Okay, machen wir mal eine von dir. Okay, ich starte. Jo. Ich lade dich gleich ein. Ich muss zuerst ein Radio ausschalten, weißt du? Ja, mach du das. Und ich mache dich leiser. Wo ist es? Ja, da. Okay, ja, ich warte auf dich immer noch und die Zuschauer sind sicherlich sehr... Ja, ja. Ich hab eingeladen. Ja, ich habe eine Mission. Cool. Ich habe jetzt nicht gelesen, worum es geht. Aber ich würde sagen, ich lese das da mal gleich vor. Warte du dann noch. Ich lese dann, wenn es da fertig heruntergeladen hat. Hallo? Ja. Hallo? Es ist warum ist es? Du bist wieder draußen. Wirklich? Ja, ich habe dich nochmal eingeladen. Ich habe... Bei mir steht immer noch, wird heruntergeladen. Okay. Ja. Heute Hallo. Ist wirklich ein scheiß Dreckstag. Oh, jetzt bin ich da. Ehrlich. Oh, ich bin Host. Warum bin ich denn Host? Was soll jetzt die Scheiße? Ich geh noch mal aus dem Job heraus. Ja, und dann lade ich dich gerade mal schnell ein. Sonst ja, mach das. Heute ist nicht wirklich mein Tag. Tut mir leid, liebe Fans. Aber heute ist ganz ehrlich nicht mein Tag. Das sind keine Fans, das sind Zuschauer. Mann. Ja, deine Fans. Oh, ich bin auf die Schnauze gefallen. Okay, dann kaufe ich da mal das hier. Ich lade dich gleich ein, sobald ich da genug Muni habe. Gut, okay. Ja, Leute, ich schaue immer, dass ich ungefähr so 2000 Schüsse habe, denn die Zahl ist schön. Ja, kannst dich mal beeilen, hier draußen regnet, weißt du. Ach ja. Freunde, die GTA spielen, give me the king. Okay, ich habe dich eingeladen. Und ich lese jetzt hier mal vor. Abreise. Die Arbeit in uns. Ja. Hey, ich bin am Lesen. Schnauze. Ja, ich habe noch keinen. Ah, jetzt habe ich sie bekommen. Ich komme rein. Darf ich jetzt bitte lesen? Danke. Nein. Doch. Abreise. Die Arbeit in unserer Branche ist nicht immer ein reines Vergnügen, mein Freund. Menschen, die du liebst und denen du vertraust, sie betrügen dich. Eine Frau, der ich vertraut und die ich großzügig entlohnt habe, deren Hände genauso schmutzig sind wie meine. Sie redet im Viceroy Hotel mit dem Staatsanwalt. Bring sie zum Schweigen und mir ein Foto als Beweis und bring ja keine Cops mit zu unserem Treffen. Okay, es klingt so, als müssen wir da jemand umlegen. Okay, bist du bereit? Ja, aber das kennen wir von Martin. Wir müssen ja immer ein Foto bei dem machen. Also warum schreibt er es uns dann? Ja, das frage ich mich. Der vertraut uns nicht. Ja, klar. Als ob wir nur Geld geil wären, oder? Ja, sind wir auch, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, ich brauche das Geld wirklich. Ja, ich muss ich zugeben. Ich muss später noch Rechnungen zahlen und habe nur noch $11. Du hast noch $11? Ja, ich habe noch $11. Was hast denn du gemacht? Ich brauche aber 100. Was hast du? Ein bisschen Geld ausgegeben heute. Ja, ich meine, als du nicht da warst. Ich habe noch 10.000. Wo bist du? Was? Ja, ich bin ziemlich am Arsch von dieser Welt gerade. Okay, Aber bei mir vorne ist irgendwo dieses scheiß Flättchen wahrscheinlich unterwegs. Oh ja. Okay, ich brauche noch fast 2 Kilometer. Schon, ich bin zu Fuß unterwegs, weil mein Auto bei dir drüben steht. Schon? Wirklich? Ja. Okay.
Ja, das ist natürlich so. Kannst du aber laut sagen. Ja, okay, ich renne mal ein bisschen zu dir rüber. Ja, mach das. Vielleicht triffst du ja noch die Zeugin. Nein, die ist unterwegs zu dir. Was ist die? Weißt du, die ist ein bisschen unterwegs gegen dich oder ich weiß doch auch nicht. Ich habe jetzt ein Auto geklaut. Oh ja, die kommt. Folge dir mal. Die kommt steinhart zu mir. Ja, sie ist unterwegs. Ja, ich sehe. Ich bin ja auf die Fersen. Ich versuche gleich auf sie zu schießen, wenn ich sie sehe. Ob mir das gelingt, liebe Leute, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich treffe. Mann, du Arschloch, ich wollte gerade schießen! Mann, bist du ein Idiot! Hinterher. Du bist so ein Idiot! Hinterher. Ich hab gesagt, ich schieße auf sie! Und jetzt flieht sie, sie wäre gestanden! Mann, hey! Du halt an, du Schlampe! Entschuldige, Leute, aber das regt mich auf! Mann! Oh. Warte nur, du dumme... Dumme ja. Ziege, wolltest du sagen? Oh, nein, ich wollte was anderes sagen. Ich lasse es jetzt aber lieber. Stirb endlich! Du hast Platten! Sie ist tot. Ich hab sie mal getroffen. Einmal? Ich hab gedacht, sie ist tot. Oh! Ja, sie zeugt nur nicht. Ja. Machst du mal ein Foto? Ich geh mal. Ich habe selber auch ein Problem mit der Cops und hier und da und was auch nicht was. Ja klar, jetzt sind alle bei mir drüben. Warte. Nein, nicht ganz. Eine ist bei mir. Kann ich eigentlich aus dem Auto ein Foto machen? Das suche ich gleich. Yeah, das geht. Komm, mach, bevor ich abgeknallt werde. Ja, auf mich hätte gerade auch geschossen. Ich habe sie ja fotografiert. Was soll die Scheiße? Wo liegt die? Im Auto. Ja, hab ich ja gemacht. Was soll das? Geh weg, du Blöd. Was machst du? Ich habe jetzt aber auch keine Ahnung. Ich probiere irgendwie zu flüchten. Ah! Okay, ich mache das mal so. Ich versuche erstmal zu fliehen. Und dann habe ich die Cops immer noch am Arsch. Und dann versuche ich sie zu fotografieren, wenn ich die Bullen nicht mehr am Arsch habe. Und die mögen mir eh nicht hinterher mit meinem Auto. Oh verdammt, aber ich fahre selber zu ihnen. Kann ich da? Ja, sie sehen mich nicht, das ist gut, das ist sehr gut. Hast du sie immer noch dran? Ja, aber jetzt legen sie mich auf, jetzt habe ich die Schnauze dicke. Oh verdammt, sie haben mich wieder gesehen. Versuch wegzugehen von dem Auto. Da kommt die Polizei da nicht hin. Dann habe ich freie Fahrt, um zu ein Foto zu machen. Ja, weißt du, ich stehe ja gerade neben dem Auto. Ja, was du stehst? Ja, ich wollte gerade ein Foto machen, dann wurde ich getroffen von der Kugel. Hast du drei Sterne? Kann das sein? Das kann gut möglich sein, ja. Dann ist ja ein Heli und der kommt ja erst ab drei. Was machst du? Ich, ein Massaker. Ich bin sie los. Yay! Ich bin tot. Ja, schön für dich. Ich bin sie los, die Cops. Gut. Jetzt gehe ich und... Ja, mach du das mal. Ich fahre als erstes mal in einen Zaun. Bevor ich ein Foto mache. Ja, schöner Moment, oder? Ist ja nur ein Zaun. Hallo, Cops. Hallo. Ihr habt nichts gesehen. So, bist jetzt, du da? Ja, ich versuche das nochmal, ein Foto hinzukriegen. Ja, ich bin unterwegs, weißt du. Fotografiert? Ich hab sie ja fotografiert! Was soll das? Siehst du dunkel, oder? Warte mal. Moment mal, ich glaube, die liegt unter dem Auto. Kann das sein? Ah! Begib dich zu steig ein. Ja, komm her. Fahr los. Hast du sie jetzt fotografiert? Ja. Warum ging ja, und jetzt warum haben denn jetzt die Cops wieder am Arsch? Was soll die Scheiße? Wir haben nur ein Foto. Nur wegen einem Foto? Ja. Warte. Nein, nicht doch. Das kann ja nicht sein. Okay, sie sehen uns immerhin nicht. Das ist schon mal sehr gut.
Aber wir können nicht zu diesem Martin, denn wenn die Cops schon... Ja, wir können schon mal zu ihm fahren, oder? Schon mal gegen ihn, oder? Ah, das ist mir auch klar, aber ich hoffe, die sehen uns nicht und dass sie gleich wieder weg sind. Ja, toll, wir sind fast... Jetzt wären wir da und können nichts tun. Ja, das ist na klar, das ist... ja. Okay, dann... Das ist richtig ein guter Moment. Beginne ich mal da nach hinten. Und warte hier. Ja, kannst du auch mal ein Auto parkieren? Warum? Ich habe da nur angehalten. Darf ich nicht einmal mehr mein Auto anhalten, oder wie? Ja, doch. Siehst du? Ich enthalte jetzt mal meine Stimme. Schon wieder? Du bist und bleibst ein Enthalter. Ja. Yay! So, halt hin. Und es fehlt noch ein kleines Stück bis dorthin. Hallo, Polizei. Was? Oh. Ich bin der falschen Markierung gefolgt. Toll. Ja, war klar, oder? Ja, jetzt haben wir ein bisschen zu fahren. Oh, dann, wie findest du eigentlich, GTA 5, also allgemein, alles zusammen mit GTA Online und allem drum und dran? Wie würdest du das Ganze so bewerten? Ja, es ist eigentlich ein wirklich gutes Spiel. Man hat wirklich Freude daran. Auch die Story ist ziemlich gut. Ich habe selber auch damit angefangen. Bin jetzt aber wirklich noch nicht allzu weit, weil ich jetzt hauptsächlich online spiele mit dir. Aber etwas, was nervt mich ein bisschen, was mir ein bisschen fehlt, ist von GTA 4. Wenn man ja da online gespielt hat, konnte man entscheiden, ob man jemanden rauswerfen möchte, damit es ja... Kannst du hier auch? Kannst du hier auch im Fall? Ich habe noch nicht rausgefunden, wie. Aber bei mir hat es auch schon angezeigt, es läuft eine Abstimmung darüber, mich rauszuwerfen. Und dann habe ich mich gefragt, what the fuck? Also ja, wenn ich wirklich weiß, wo das ist, dann habe ich wirklich nichts zu meckern, weil ich war heute online, kam mit meinem Wagen heraus. Und ja, ich bin jetzt Stufe 36 und dann hat angefangen, einer auf Stufe 9 auf mich zu schießen. Und ich dachte nur, was will der Typ genau von mir? Okay. Nachher hat er meine Scheibe hinten zerschossen, ich bin ausgestiegen und habe ihn mit der AK vollgepumpt mit Schüssen. Also ich habe ihn wirklich richtig platt gemacht. Schön. Nein, ich muss sagen, ich finde auch diese Charakterauswahl in der Story sehr geil gemacht, mit, dass man zwischen Charakter hin und her switchen kann. Das finde ich sehr gelungen. Und auch GTA Online, das macht wirklich Spaß und dass man vom Story-Modus direkt... wie beim Charakterwahl auch auf den eigenen Charakter gehen kann, mache ich persönlich jetzt eigentlich nicht. Oh, 5000, cool. 10.000. Okay. Ja, ich habe eigentlich auch nichts wirklich zu meckern. Gibt es was mich stört? Ja, es fehlen mir gewisse Sachen, die man einfach... Ich finde, man hätte von GTA San Andreas... was sollen wir tun? Topfern? Ja, ja, du hast ja noch eine Mission, oder? Ja. Okay. Also gehen wir auf freien Modus und dann nehmen wir deine Mission. Es könnte sein, dass ich jetzt in eine andere Sitzung komme. Da musst du mir wieder eine Anfrage schicken, ne? Kann ich machen, kann ich machen. Ja. Eben, ich finde, man hätte es gut machen können. Oh nein, ich bin noch bei dir. Cool. Dann. Ja. Das gefällt mir. Eben, ich hätte es begrüßt, wenn man gewisse Sachen von San Andreas, die man hier nicht macht... Oh, entschuldige. Habe ich nicht gesehen. Die man bei GTA San Andreas konnte, kann man hier nicht. Was gibt es da für Beispiele? Was konnte man in San Andreas? Ja, Das ist, ich weiß, dass es Sachen gibt, mir kommt gerade nichts in den Sinn, das ist gerade ein bisschen peinlich. Ich habe mir vorhin was im Kopf. Aber genau etwas, was mich stört, ist, wenn man Geld online dabei hat und man wird erschossen, verliert man einen großen Teil davon. Also, wenn ihr selber GTA online spielt, ladet euer Geld, das ihr bekommt, immer wieder auf die Bank. Auch wenn ihr getötet werdet, verliert ein kleiner Teil davon, aber nur einen kleinen, aber weniger wird er... Ja, wenn du getötet wirst von einem anderen Spieler, du verlierst etwa $100, mehr nicht.
Ja, aber gleich auf die Zeit, weißt du, die von, wenn du immer mit stärkeren spielst, wird das ziemlich schnell viel Geld. Das musst du auch sagen. Dann nimmst du einfach mal an, ich lese da mal vor. Herausgeber und Dieb. Ich dachte immer, die sogenannten Journalisten von Los Santos hätten wichtiger zu tun, wie über Promis in der Entzugsanstalt oder Schauspieler in Kleiderschränken zu berichten. Wieso meine bescheidenen Einkünfte sie interessieren, entzieht sich meinem Verständnis. Hilf mir, den Herausgeber des Daily Globe rückzustellen, bevor er seine Exklusivstory beim LSPD in La Mesa ausplaudert und bring mir sein Foto. Das ist wieder typisch Martin, oder? Na klar, so kennen wir ihn doch. Oder er will immer ein Foto beweisen, weißt du? Na gut, wir könnten auch irgendeinen Typen erschießen und sagen, das war der. Aber ja, was bringt es uns? Genau nichts. Wir müssen es ja so oder so tun, oder? Er findet es so oder so heraus. Ja, gut, Martin ist Martin. Er zahlt dafür gut. Er zahlt ja wirklich gut. Das muss ich ihm lassen. Aber Simeon, ja, Simeon, kein Salz. Ja, der zahlt kommt viel Geld für das Auto, aber... Na gut, außer wir finden grüne Autos, dann ist es etwas anderes. Dann zahlt er nicht schlecht, aber... Ja, aber bei der Mission... Oh, wie habe ich denn da geparkt? Ja. Wo bist denn du? Wo spawnst du die ganze Zeit, verdammt nochmal? Keine Ahnung. Ich fahre ohne dich hin. Ja, danke schön. Oder kannst du mich schnell holen? Wäre ziemlich freundlich von dir. Weißt du, wie weg du bist? Ja, weißt du was? Ich kam jetzt irgendwo ein Auto von so einem Typen da. Ja, ich habe weniger Welle 500 Meter. Ich weiß auch nicht, was du hast, aber... Was? 500 Meter? Das kann ich gar nicht... Okay, ich dann bin jetzt dann gleich dort. Dann bin ich nur gespawnt und nicht du. Okay. Ich fahre jetzt da mal hin. Der gleiche Kupferte von... Oh fuck, ja, du bist lustig, jetzt weiß ich nicht, wo ich hin muss. Hättest du nicht warten können? Jetzt haben wir ein Problem. Warum? Der Typ hat einen Supersportwagen. Soll er doch. Doch mir egal. Fährt er schnell? Nein, bis jetzt fährt er noch mal. Dann bis darfst du dann klarkommst. Dann darfst du ihn nicht angreifen. Ja, bis jetzt greife ich ihn noch nicht an, aber ich habe jetzt eine gute Idee, was ich tun werde. Und das wäre? Und du darfst jetzt... Ich warte bei der nächsten Ampel, steige ich aus weit vorne, wenn er weit hinten ist. Und laufe nach hinten mit der Pump-Action-Schrottflinte und gebe ihm ein paar Kugeln durch die Windschutzscheibe. Ja, wenn er anhält. Ja, hat schon angehalten. Oh, verdammt! Ich bin gerade in ein Auto gesprungen. Schon? Ja. Ja Leute, ihr könnt natürlich auch immer in die Kommentare schreiben, was wir für Themen ansprechen sollen, worüber wir sprechen sollen. Das könnt ihr natürlich sehr gern machen. Warum habe ich jetzt 2 Sterne, verdammt nochmal? Wegen dir! Was hast du gemacht? Ja klar, ich habe ihn erschossen! Ich habe ihn erschossen! Du Idiot, jetzt habe ich 2 Sterne! Warum habe ich eigentlich 2 Sterne? Ich fahr da, ich bin da weit, weit, weit weg. Aber sie sehen mich dafür nicht, ich fliehe. Hast du ein Foto? Musste ich. Hast du das Foto gemacht? Muss ich gar nicht, muss eine Aktentasche klauen. Warum? Und die Bullen sind jetzt gleich bei mir. Ja, bei mir nicht. Ja, bei mir schon. Ich suche mir jetzt irgendein Auto. Nein, eben, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was wir für Themen ansprechen sollen. Wir werden uns garantiert auch noch Gedanken machen, worüber wir sprechen können, worüber wir sprechen wollen. Und damit wir nicht nur die ganze Zeit nur Scheiße reden. Denn das ist doch nicht gerade das, was ich will. Ja. Oh, du kommst. Ich muss weg von dir, denn hinter dir sind die Bullen. Ja, klar, hinter mir sind auch die Bullen, ja. Also fahr! Oder warte wenigstens auf mich, weil ich einen lahmen Kahn habe. Was hast du? Eine Schrottkarre. Ich habe eine Schrottkarre. Warum nimmst du denn eine Schrottkarre? Das sieht so klick. Weil keine andere frei war. Ja, dann muss... Ja, lustig, alle Bullenautos fahren hinter mir her, na ja, klar, ist und ich bin sie losgeworden. Nein, oder? Oh doch, ich fahr jetzt mal da hoch. Zu ihm. Voll die Verarschung, Alter. Ja, die waren alle... Das ist klar, die waren alle bei dir, die haben mich gar nicht gesehen. Ist ja verständlich. Ja, gut. Ich darf jetzt nicht sterben, das weißt du. Ja, sonst bist du nur ein Arschloch.
Nein, wenn ich jetzt sterbe, musst du die Aktentasche holen kommen. Ja. Ja, sie sehen mich gerade nicht. Dazu muss ich fahren. Dann fahr, so schnell du kannst. Fahr um dein Leben. Ja, wenn vor mir auch so ein Bullenschwein steht, also biege ich ja mal ab, biege da nochmal ab, biege da in die Seitengasse und schalte das Licht aus. Okay. Ja, und ich würde sagen, in der Folge machen wir jetzt da mal noch alleine und in der nächsten Folge würde ich dann mal sagen, machen wir ein paar Missionen oder irgendwie ein Team Deathmatch oder irgend sowas mit anderen Spielern. Das wäre sicher auch noch lustig. Also, ich bin unterwegs. Ich muss die Aktentasche abliefern. Oder meinst du nicht auch? Ja, ich weiß nicht, ob da bei mir steht, liefert die Aktentasche zu dem Haus, zu dem wir müssen. Ja, aber das war nicht meine Frage. Was? Das war aber nicht meine Frage. Was war deine Frage? Ich habe gerade nicht zugehört. Tut mir leid. Eben, ich würde sagen, bei dieser Mission machen wir jetzt noch ebenso alleine. Und dann in der nächsten Mission machen wir mit anderen Spielern irgendwelche Deathmatches oder Rennen oder irgend sowas. Ja, bin ich einverstanden damit. Okay, wo bist du eigentlich? Wenn ich das wüsste, könnte ich es dir sagen, ganz ehrlich. Aber ich bin unterwegs. Ich fahre dir jetzt mal einfach mal so entgegen. Weil sonst wird es mir langweilig und wenn es mir langweilig wird, wird es meinen Zuschauern langweilig. Denn sie können ja nicht zu dir switchen. Ja, nein, ehrlich, ich bin nicht nur am überlegen, ob ich das Let's Plays aufmachen soll. Das ist jetzt natürlich blöd, die Leute haben jetzt nicht gesehen, worum es bei der Mission geht und wie die funktioniert, denn du hast ja alles gemacht. Ja, wenn du so weit weg bist, hast du Pech gehabt. Damit. Bitte kann ich doch nicht dafür. Er hat einen Audi R8. Er fuhr ganz normal durch die Stadt, ich fahre direkt hinter ihm. Er hat ganz normal gefahren, dann bin ich eben ausgestiegen und bin ihm entgegengelaufen. Er hat es nicht gemerkt, dann habe ich direkt auf ihn geschossen. Der Wagen hinter ihm, ist voll auf das Gas getreten. Er hat das in sein Auto gerammt und das hat mich dann überfahren. Darum habe ich auch Schaden erlitten und ja. Oh, bist du ganz arm. Dann bin ich die Aktentasche einsammeln gegangen und ja. Und jetzt bin ich da. Ja, hast mich gerade gerammt. Ja. Oh, hast du gelesen? Er spielt Golf. Ja. Wird er überhaupt auch mal noch mit uns reden, oder? Nee. Mission bestanden. Das ist alles, was man mir anzeigt. Und wie viel Kohle gibt es? What? 9000. Okay. 4,5 habe ich bekommen. 4,5. Bin zufrieden für das, was ich getan habe. Also für einen Schuss zu vergeuden, 4,500. Nur das bekommen gefällt mir, definitiv. Ja, also mir, ich gebe jetzt einfach mal gefällt mir, ich habe zu spät realisiert, dass ich eigentlich einen Daumen runter geben muss, denn du bist da, das ist auch etwas, was mich ein bisschen stört, dass man nie da spawnt, wo der Freund ist, im Prinzip. Das finde ich. Na gut, aber das war erst heute so. Normal sind wir miteinander gespawnt. Nein, nicht immer, das hat das auch schon gegeben, dass es nicht der Fall. Ja, aber letzte Folge nicht. Das wäre eine der ersten, die wir gemacht haben. Ja, nächste Folge. Tut mir leid, Leute. Heute ist nicht so mein Tag. Ich habe jetzt 23.000. Also fast 24.000. Cool. Gut. Ja, stehen wir mal nebeneinander. Schnell, damit wir noch, ich würde sagen, wir beenden mal die Aufnahme hier. Ja, ich stehe auf meinem Fahrzeug. Ich sehe es. Dann, siehst du mal in die Kamera? Zu mir, nach drüben. Oder stehst du auf mein Auto und schaust nach vorne? Warte. So, ich bücke mich noch extra ein bisschen. So. Okay, das sieht jetzt sehr scheiße aus. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen dann bis zum nächsten Mal bei der nächsten Folge von GTA Online. Ich hoffe, Mathis ist dann auch wieder dabei. Naja, danke schon. Dann bis zum nächsten Mal und bye bye. Und auf Wiedersehen.